Hallo, ich grüße euch zum dritten Teil der Rostock-Serie. Ich muss dir noch was nachschieben, weil wir hatten im ersten und zweiten Teil die Grundlagen des Rostock erklärt, weil immer wieder Fragen kommen, ja, was ist denn mit dem gelben Schein, wie ist denn das mit dem Krieg und wann beginnt denn die Souveränität vom Staat? Ich denke mal, ich habe es umfangreich beantwortet. Wer in dieser Sache noch Fragen hat, müsste sich den ersten und den zweiten Teil nochmal ansehen. Viele haben ja gefragt, ja, warum machst du denn so selten Videos? Da muss ich sagen, ich möchte gerne eine Live-Sendung machen alle 14 Tage, aber es ist momentan so, dass ich, wenn ich dort anfange und dort vorbereite und mache, sofort die Helden der Nacht in die Ecke kommen und versuchen irgendwelche Störaktionen, und deswegen muss ich das zurzeit unterwegs machen. Ich hoffe, ich habe weiterhin eure Unterstützung, auch wenn dieses nicht nach Studio aussieht hier. Wir bauen momentan um. Wenn das dann fertig ist, werdet ihr dann aus dem neuen Studio woanders im schicken Ambiente begrüßt. Aber jetzt müssen wir es erstmal so halten, wie es jetzt ist. Ist aus Sicherheitsgründen notwendig. Immerhin habe ich ja die Wahl angefochten, die Bundestagswahl. Der Bundestag hat die Wahlanfechtung auch noch nicht bearbeitet. Sie haben die Frau Merkel als Bundeskanzlerin gewählt, obwohl das aus mehreren Gründen nicht geht. Weil eine Wahl kann nun mal in der Bundesrepublik nicht nach dem Bundeswahlgesetz veranstaltet werden. Und zwar aus folgendem Grund, weil für das Bundeswahlgesetz die deutsche Staatsangehörigkeit wesentlich ist. Also die, die im Grundgesetz Artikel 116 drinsteht. Und diese Staatsangehörigkeit geht auf ein Gesetz zurück vom Hitler vom 5.2.1934. Ich habe ja schon in den ersten zwei Teilen erklärt, dass das nicht geht. Weil eben zu dieser Zeit bereits, und zwar schon seit 5.3.33, also ein Jahr eher, die Besetzung des Parlaments nicht verfassungskonform erfolgt ist, demzufolge auch keine Gesetze aus dieser Zeit angewendet werden dürfen. Die Bundesrepublik macht aber eine Fortsetzung des Nationalsozialismus. Sie zwingt den Leuten eine, ich sag mal, nationalsozialistische Staatsangehörigkeit auf, obwohl der Nationalsozialismus kein Staat war. Weil er einfach eine Fortsetzung der Weimarer Republik war, hatte ich schon erklärt. Und die Weimarer Republik selber auch kein Staat war, da sie nur ein Putschregime war. Also haben den Kaiser weggeputscht mit einer Morddrohung und haben am 28.10.1918 ein Gesetz gefälscht, wonach sie angeblich ermächtigt wären, Gesetze auszufertigen. Dieses Gesetz selbst ist von Max von Baden gefälscht worden. Man kann das heute ziemlich einfach beweisen. Man weiß inzwischen mit der Nachforschung auch, dass man, sagen wir mal, die Fälscher entweder aus dem Kreis von Max von Baden, beziehungsweise auch aus dem Hause Cumberland, wenn ich es noch richtig weiß, in Erinnerung habe. Deutlicher Hinweis ist das falsch geschriebene Preußen auf diesem Ding. Außerdem hätte, wenn so eine Erklärung abgegeben worden wäre, das in Fraktur gesetzt werden müssen. Das war im Kaiserreich grundsätzlich so der Fall. Und die Erklärung ist aber in Antiqua gesetzt. Und Antiqua deutet sehr auf die Mitarbeiter der USPD und des Zentrums hin. Wir wissen ja, dass dann später die USPD und das Zentrum das deutsche Volk verraten haben. Sie haben also die Reichskasse an die, sagen wir mal, Unterhändler der Weimarer Republik übergeben, im Prinzip an den Feind. Daraufhin hat Tillerson den Erzberger umgelegt, weil er das gemacht hat. Wenn man so will, Standgericht. Und das ist im Hitlerreich zu einer Amnestie kam, eine allgemeine Amnestie, die auch dann Tillerson nutzen konnte. Und später wurde er durch die Bundesrepublik wieder verurteilt. So, das ist der Sachstand. Das heißt, das Tillerson-Urteil, was danach noch einmal zur Verurteilung geführt hat, führt eben aus, dass man aus dieser Zeit keine Staatsangehörigkeit ziehen kann, weil in dieser Zeit kein Staat existiert hat. Weil eben auch die Besetzung des Parlaments falsch zustande gekommen ist. Und wenn das ein Urteil ist, das der Bundesrepublik gilt, hat das auch alle zu interessieren. Und momentan sind viele dahinter gekommen, dass genau das dazu führt, dass 2 Jahre später im Grundgesetz der Artikel 116 falsch formuliert wurde, weil nämlich dort die Grenzen 31.12.1937 stehen. Dort hätte also frühestens ein Datum stehen können vor dem 5.3. 1933, also vor Wirkung des Tillerson-Urteils, aber es muss auf den Staat, auf den Stand zurückgesetzt werden, wo der Staat noch bestand. Und das war vor der Einmischung, und zwar am Tag vor der Einmischung, 27.10.1918, denn am 28.10.1918
1918 war der Putsch, Max von Baden, USPD und Zentrum sind dafür verantwortlich. Zentrum ist im Prinzip der politische Arm des Vatikans und USPD sind die Vorläufer der SPD, die machen heute genau das Gleiche. Und Schröder hat sich ja herausgenommen, ein Gesetz zu ändern, obwohl er auch nur mit der deutschen Staatsangehörigkeit gewählt wurde. Und die deutsche Staatsangehörigkeit kann niemand besitzen, weil sie auf einer ungültigen rechtlichen Grundlage basiert. Dann nützt es auch nichts, wenn die Bundesrepublik später sich ein eigenes Gesetz macht, um dieses ungültige Gesetz wieder umzusetzen. Man kann darüber spekulieren, warum sie das tun. Man muss ja auch sehen, dass der Anschluss Österreich-Ungarn an das damalige nationalsozialistische Reich ja auch in diese Gesetzgebung fällt, also in diese Sperrfrist. Das heißt, auch die Grenze südlich von Bayern hätte geschlossen sein müssen, auch für die Flüchtlinge. Das weiß auch die Frau Merkel. Aber die Frau Merkel ist in letzter Zeit so ein paar Sachen rumgeschwebt, dass mit ihrer Vergangenheit offensichtlich irgendwas nicht stimmt. Man kann also sagen, wir wissen, was die Frau Merkel in Donetsk gemacht hat und welche Verwandtschaftsbeziehungen sie wirklich hat. Und das erklärt natürlich, dass sie auf einen Rechtsstand zurücksetzen will, der im Nationalsozialismus verortet ist. Und das ist eine ganz schlimme Geschichte, weil wir alle auf diese Weise eine nationalsozialistische Staatsangehörigkeit haben, die es aber nicht geben kann, weil, wie gesagt, der Nationalsozialismus kein Staat war. Und folglich muss also auf den letzten gültigen Stand zurückgesetzt werden und das ist das Rustag. Und hier im Rustag gelten die alten Bundesstaaten, nicht die Freistaaten. Wenn hier irgendjemand wieder kommt mit Reorganisation von Gemeinden und Freistaaten wieder gründen, es geht nicht. Egal welche Art von Putsch hier fabriziert worden ist, alles was von einem staatlichen Regularium abweilt, wie Volksvertreter, und auch die ganze Exekutive gewählt wird, der begeht eine andere Form von Putsch. Wer also meint, er muss eine Exilregierung machen und dann die Reichsgesetzgebung vom 28.10.1918 fortführen, also sogenannten Reichskanzlerei, dann begeht er auch nichts anderes als Putsch und braucht sich dann auch nicht wundern, warum er überfallen wird. Und den sogenannten Helden der Nacht, die ja darauf dringen, dass die Bundesrepublik gleichzeitig eine Verwesereigenschaft hat und gleichzeitig auch staatlich ist, obwohl sie in der Weimarer Republik verortet ist und auch in allen Freistaatenverfassungen eindeutig die Weimarer Reichsverfassung illegalerweise inkludiert wurde. Das heißt, man hat sich mit den Feinden des Staates eins gemacht und genau diese ungültige Verfassung verteidigt der Verfassungsschutz. Er ist nicht der Verteidiger der staatlichen Verfassung, muss man ganz klar sagen. So, das ist das, was hier dahinter steht. Die schrecken auch immer auf Mord nicht zurück, also die machen einfach Willkür und wollen eben dieses faschistische System in jedem Fall aufrechterhalten, mit dem einzigen Unterschied, dass es eben kein braunes faschistisches System ist, sondern ein blau-gelbes faschistisches System. Funktioniert aber nach der gleichen Grundlage, auch die den Nationalsozialismus geschaffen haben. Diese Vorreiter waren auch die Vorreiter der Europäischen Union, das muss man einfach so klar sagen. Und daran kann man kein Interesse haben, wenn man eine staatliche Struktur abbaut. Das muss man ganz klar sagen. So, und da ist immer wieder heiß, ja, der Staat müsste und der Staat sollte. Da muss man erstmal überlegen, was meinen Sie denn? Alles, das, was staatlich ist, muss am 27.10.1918 schon da gewesen sein und dort in Kraft. Das ist staatlich. Und alles andere, was davor oder was danach ist, ist nicht staatlich. Das heißt, wir müssten Murmeltiertag machen und den 27.10.1918 so lange fortführen, bis alle wieder eingebürgert worden sind und dann sind alle erstmal wieder in der Heimat. Und dann können wir aus diesem Bestand wählen. Es geht nun mal nicht anders. Ich will mal noch eine kleine Sache einfügen. Wenn man wählen will, müsste man ja auch erstmal die Anzahl der Wahlberechtigten feststellen. Und ich habe mir da mal Gedanken gemacht und habe mal geguckt, in welcher Größenordnung wäre das. Und da gibt es eine sogenannte Bevölkerungsuhr. Könnt ihr einfach mal eingehen bei Google, da kommt die. Und die hat gestern ausgewiesen 81.361.603 Deutsche. Bevölkerung. So. Unabhängig davon gibt es natürlich auch eine Statistik, die ausweist, wie viele Ausländer leben in dem Gebiet. Und die Statistik ist eine gerundete Zahl, weil ja, wie gesagt, das Land geflutet wurde aufgrund der offenen Grenzen. Und da sind wir jetzt bei 18.600.000. So, wenn man jetzt die Bevölkerung von den Ausländern abzieht, bleibt ein Rest von 62.761.603. Kann man im Kopf eigentlich ausrechnen.
Und jetzt guckt man doch beim Bundeswahlleiter rein, wie viel gab es denn Wahlberechtigte. Und da sieht man 61.500.000 rund. So, das ist die Basis der Wahlberechtigten 2017. Dieser Wert kann nicht stimmen, weil ja dort noch die Kinder drin sind. Ja, also wenn man jetzt von den Rustag-Deutschen die Kinder rausrechnet, also die nach Rustag-Deutsche sind, egal ob sie nach dem Bundeswahlgesetz oder Meldegesetz oder Stack oder irgendwie eine andere angedichtet gekriegt haben, sie sind, das ist die Obergrenze. Ja? So, und wenn man jetzt von dieser Obergrenze die Kinder abzieht, das sind also alle die nicht wahlberechtigt sind, aufgrund ihres Alters, kann man nicht auf 61,5 Millionen kommen. Das ist rechnerisch unmöglich. Ja? Weil die Bevölkerungspyramide ist ja eher so, ne? Also sehr viel ältere Leute, kaum Kinder, also ist eine völlige Unmöglichkeit, dass die Wahl korrekt ist. So, aber angenommen, wir gehen jetzt von den 62.761.000 aus und überlegen uns, wie viele Anträge könnte so eine Wahlkommission auf die Feststellung der Rustag-Staatsangehörigkeit bearbeiten. Ja, da muss man sagen, dass man ungefähr, ich sag mal, bei 12 Leuten oder 11 Leuten, wenn die hintereinander wegprüfen, so schön am Fließbandverfahren, ich sag mal, zwischen 10 Minuten bis einer halben Stunde braucht. 10 Minuten bei denen, wo alles da liegt, alles geordnet ist, wo man gucken, Freiratsurkunde, alles da. Und dann so die Ableitung funktioniert und alles schön lesbar. 10 Minuten und bei denen, wo es ein bisschen schwierig ist, weil die Siegelschrift zu lesen ist, noch alte geschmierte Schrift, wird man vielleicht so bei 45 Minuten liegen. Im Mittel sind wir so ungefähr bei 35 solcher Bestätigungen pro Tag, pro Wahlkommission. Ja, das heißt, wenn man ausrechnet, wie viele Tage noch bis zum Referendum sind, ich mache das mal hier, ja, wenn ich jetzt hier klicke, da kriege ich also raus, dass wenn wir also am 27.10.2018 Referendum machen würden, da hätten wir noch 223 Tage und das würde bedeuten, wir bräuchten 8.028, zerquetschte Wahlkommission, also über 8.000. Alleine, um erstmal Sachsen und Bayern sehr schnell zu bearbeiten und den Rest dann sozusagen im Nachgang, ne? Weil in Preußen geht das jetzt erst los, die werden wir heute sich erstmal eine konstituierende Sitzung machen, um eine Wahlkommission zu gründen, da sind auch schon zwei unterwegs, die das machen. Ich habe mal grob hochgeschätzt, dass man die 35 ja nur als Maximum ansetzen kann. Das heißt, man bräuchte 10.000 Wahlkommissionen, um erstmal ordentlich durchzustarten. So. Die 10.000 Wahlkommissionen brauchen 10.000 Leiter, ne? Und die müssten wir sozusagen schulen. Ja, da kann man sich ausrechnen, dass man ungefähr bei einem Platzangebot zwischen 80 und 350 Leute zu um die 80 Schulungen machen müsste. Die können wir jetzt bei denen, die arbeitslos sind, in der Woche machen und bei denen, die noch arbeiten müssen, am Wochenende. Aber man kommt ungefähr auf die 80. So. Das heißt, wenn man also 8 Stunden Schulung macht, hat man also voll zu tun mit Schulung, weil die müssen ja dann auch parallel noch arbeiten. Und wir haben dann weiterhin überlegt, dass man natürlich auch für die ganze Durchführung der Schulung natürlich auch Helfer braucht, immer für die Küche, immer für den Ordnungsdienst, dann vom Einlass, dann auch für den technischen Auf- und Abbau, sodass also jeder, der zur Schulung müsste, immer selbst geschult werden müsste, immer selbst Helfer sein müsste, damit also jeder auch, der in den Genuss der vollständig vorbereiteten Schulung kommt, natürlich auch selber mal mit Hand anlegt. Weil wir können einfach in dieser Größenordnung hier keine Vollzeitkräfte einstellen, das stehen wir finanziell nicht durch. Das muss man sich überlegen, da muss also jeder auch mal mit selber Hand anlegen und auch mal mit Helfer machen. Und dann im dritten Durchlauf müsste dann der Leiter in seiner eigenen Wahlkommission seine Helfer schulen. Denn die 10.000 Wahlkommissionen, die wir jetzt aufs Bundesgebiet verteilen, mit einem Schwerpunkt in Sachsen, haben wir ja gerade ausgerechnet, dann bräuchte man dadurch entsprechende Helfer und da müssten dann zwischen 25 und 50 nochmal von diesen ausgebildeten Leitern geschult werden. Das ist das Konzept. So, und dazu werden wir dann, ich schätze mal, Mitte Mai bis Ende Mai, je nachdem wie lange der Winter dauert,
Dann Schulungen durchführen. Das Schulungsmaterial ist zu 75-80% schon fertig, wird momentan überarbeitet. Deswegen habe ich auch jetzt wenig Videos gemacht und habe mich erstmal um die Vorbereitung des Schulungsmaterials für die Wahlkommission gekümmert. Und ihr wisst natürlich schon mal, 10.000 Wahlkommissionen mit mindestens 25 Mitgliedern, also 25 plus minus Mitglieder hat, weil 11 prüfen und die anderen müssen ja auch mal Vertretung machen. Kommt man dann auch ganz schnell dahin, dass man dann in einer Wahlkommission vielleicht 2-3 Vollzeitkräfte bezahlen kann aus den Einnahmen, die wir da auch dafür vorsehen. Weil man muss ja bedenken, dass erheblicher Arbeitsaufwand in der Prüferei ist und auch einen erheblichen Aufwand, um die Räume zur Verfügung zu stellen, die Technik, die da erforderlich ist, zu beschaffen und natürlich auch eine ganze Menge Aufwand hat, um die Öffentlichkeitsarbeit zu schultern. Da haben sich viele gesagt, was ist denn jetzt mit dem Kaiser Rundfunk Jona Mission? Ja, es ist ganz einfach. Man muss sich überlegt, dass man für die Bestätigung 25 Euro einsammeln. Ansonsten müssen sie sich halt mit dem Bundesverwaltungsamt anlegen. Und das kann übel und lange dauern und vielleicht doch nicht zum Erfolg führen. Und am Ende dann doch keine ordentlich geprüften Unterlagen haben. Wir nutzen einfach das staatliche Notstandsrecht dafür. Und Notstandsrecht besagt, dass also alles das, was für die Wahl und für die Handlungsfähigkeit des Staates erforderlich ist, entlastet werden muss. Und die Entlastung macht die Handlungen des Notstandsleiters zum Gesetz. Insofern befinden wir uns also auf einer gesetzlichen Grundlage, wenn wir es machen. Die Bundesrepublik selbst ist ja nicht mal in der Lage, Ausweisdokumente zu erzeugen, die eine korrekte Staatsangehörigkeit haben. Wer in seinem Ausweis Deutsch drin stehen hat, kann sich leicht überlegen, dass es keinen Staat Deutsch gibt. Kann er mir gerne mal am Globus zeigen, wo der Staat Deutsch ist. Deutsch ist geschütztes Warenzeichen, großgeschrieben, ist in Washington DC angemeldet und beschäftigt sich mit der Vermarktung von Wirtschaftsgebieten. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was einer ist, der die Staatsangehörigkeit Deutsch hat. Ist entweder eben der beliebte Nazi, und zwar jeder, der in seinem Ausweis das drin hat, ob er die Ansichten von Adolf Hitler teilt oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle. Das ist halt seine Rechtsstellung. Und man muss ja noch weiter sehen, dass die Bundesrepublik auch ja Gesetze gemacht hat, wo drin steht, wenn jemand die deutsche Staatsangehörigkeit hat und gleichzeitig Deutscher ist, dann geht diese Rechtsstellung vor. Ja, und was bedeutet ja, dass das Bundesverwaltungsamt genau die Prüfung nach Rustag machen müsste, egal ob es einen Stack gibt. Weil der Gerhard Schröder war einfach kein gesetzlicher Gesetzgeber. Und auch seine SPD kann es nicht sein, weil die SPD die Nachfolgeorganisation der Putschregierung ist. Und zwar die am 28.10.1918 geputscht hat. Das sind Putschisten, ganz einfach. So, und die können keinen Staat machen und die können auch keinen Staat simulieren. Es steht ganz klar drin, Haager Landkriegsordnung gilt vom Beginn der Besatzung bis zum Abschluss des Friedensvertrages. So, der Versailler Vertrag war kein Friedensvertrag, weil dort im Prinzip die 10 Besatzer untereinander ausgemacht haben, wie sie das Kriegsgebiet aufteilen und das Land ausplündern. Das hat nichts mit Frieden zu tun. So, Friedensvertrag selber können wir auch gar nicht ausfertigen. Wenn, müsste es zum Ersten Weltkrieg zwischen Serbien und Österreich-Ungarn passieren. Da ist nichts in sich. Serbien hat den Willen nicht und Österreich-Ungarn ist in dem Sinne nicht handlungsfähig, weil die ein ähnliches Problem haben wie wir. Wir haben auch eine rot-grüne Regierung, die das Land in den Untergrund reißt und es wird jedes Jahr schlimmer. Und jetzt hat sich zwar eine kleine Besserung ergeben, aber so richtig klare Ziellinie, dass sie die staatlichen Strukturen wieder herstellen wollen, steht zwar in manchen Foren, aber ob das jetzt wirklich die Masse ergreift und begreift, dass sie eine historische Chance haben, das Österreich-Ungarn als staatliches Konstrukt wiederherzustellen, das habe ich schon ein paar Mal angedeutet. Die Regularien sind genau die gleichen wie im Kaiserreich, weil dort eine große Angleichung gegeben hat. Sie müssten halt ein Referendum machen und eben um dieses Referendum zu machen, müsste man feststellen, wer eben nach den österreichischen Wahlgesetzgebungen Staatsbürger wäre, wenn der Amtmann die Einbürgerung korrekt vorgenommen hätte. Und das ist genau der Ansatz, den wir auch verfolgen. Wir gehen also davon aus, dass die politischen Intrigen, die die USPD und das Zentrum gemacht haben, illegal sind. Und wenn man das zurückabwickeln würde, käme man zu dem Schluss, dass man die Handlungen des Amtmanns so laufen lassen müsste, wie es regulär gelaufen wäre. Also es wäre die Familie mit dem neugeborenen Kind aus der Frauenklinik zum Amtmann gelaufen und hätte gesagt, ja, wir haben einen Sohn oder wir haben eine Tochter geboren. Wir würden die jetzt gerne eintragen lassen. Und da würde der Amtmann gucken, ob die Eltern nach Rostock Deutscher sind.
würde dann für das Kind die Rustag-Staatsangehörigkeit aufgrund der Eltern feststellen. So. Wenn das nicht so ist, dann würde das bei den unehelichen Kindern nach der Mutter gehen und bei den ehelichen Kindern nach dem Vater. Da braucht ihr bloß ins Rustag reingucken, steht eigentlich alles drin. So. Und das Rustag gilt aber für die Grenzen vom 27.10.1918. Bis dahin war der Staat handlungsfähig und man muss weitersehen. Die Argumentation vertreten, zwei Tage vor Beginn des Ersten Weltkriegs, ist totaler Käse, weil der Staat weiterhin handlungsfähig war. Es gab keine Besatzung des Reichsgebietes während des Ersten Weltkriegs. Auch, dass die Lusitania da versenkt worden ist und dass Amerika in den Ersten Weltkrieg eingetreten ist, führt nicht zu einer Besatzung. Das Kaiserreich hat darauf gesehen, dass es, also solange wie der Staat handlungsfähig war, es nicht zu einer Besatzung des Reichsgebietes gekommen ist. Und die Bedingung, um eine Besatzung zu erkennen, ist, dass die Kontrolle über die Hauptstadt erlangt wird und dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Gesetze und Verfügungen umzusetzen. So, und das war eindeutig bis zum 27.10.1918 nicht der Fall, dass es irgendeine Beeinflussung gegeben hat, aber es war eindeutig der Fall am 28. Das ist irgendwann im Laufe des Tages, haben dann die Leute dann die Macht übernommen durch Drohungen. Die Drohungen sind auch schon 10 Tage eher eingegangen, am 18. Da wollten sie also den Kaiser erschießen, haben dann eine entsprechende Drohung gemacht. Und dafür verantwortlich war der sozialistische Soldatenrat. Also man weiß, dass die USPD und das Zentrum die Keiltreiber sind, die die Monarchie beseitigen wollten. Und man weiß auch, dass der Vatikan direkt dahinter gesteckt hat, weil er nicht damit einverstanden ist, dass der Kaiser Wilhelm II. Sich aus dem kirchlichen Einfluss, negativen kirchlichen Einfluss aus Deutschland verabschiedet hat und die Kirche sozusagen gesagt hat, ihr könnt eure Kirche machen, aber lasst den Staat Staat sein. Und das war im Prinzip der Zündfunke, dass das Deutsche Reich im Prinzip die Weltmacht Nummer 1 war, weil sämtliche hinderlichen Stränge und Ideologien hinten herangetreten sind. Es ist einfach nur um die Umsetzung wirtschaftlicher Interessen und das gemacht worden ist, was fürs Volk wirklich gut war. So, und genau das hat dazu geführt, dass andere Staaten, wo eben solche Beschränkungen der Royals, ich sag mal der Queen, speziell England, hat natürlich Neid und Missgunst hervorgerufen und das hat dazu geführt, dass die einen Krieg wollten und auch nochmal einen zweiten Krieg wollten. Ja, der Zweite Weltkrieg ging ja nicht von Deutschland aus, der ging von England aus. England hat also sogar Friedensabkommen gemacht und hat die dann am gleichen Tag noch gebrochen, indem sie also mit Polen solche Angriffspläne geschmiedet haben, die natürlich dann auch dazu geführt haben, dass es dann wirklich zu Überfällen kam. 1938 sind die Ostgebiete überfallen worden und erst 1939 war die in dem Sinne, in der Vertreibung, belanglose Überfall auf Gleiwitz. Und das wird unseren Kindern in der Schule immer falsch erklärt. So, und da wurde Deutschland eine Kriegsschuld zugeschoben, die es gar nicht hat, weil, wie gesagt, der Erste Weltkrieg ging zwischen Österreich, Ungarn und Serbien und der Zweite Weltkrieg war eine Folge des Waffenstillstands des Ersten durch den Überfall auf die Ostgebiete. Und dass Hitler sich das maximal ein Jahr anguckt, kann man sich natürlich überlegen. Das war natürlich sein Privileg, seine Außengrenzen zu verteidigen, überzogen hat und dann im Prinzip über die Außengrenzen Richtung Moskau und in andere Länder einmarschiert ist. Das ist eben dann der Sache schuldet. Jeder, der versucht, etwas Licht in diese Zeit zu bringen, wird dann gleich zum Antisemiten abgestempelt und eingesperrt. Und wer auch nur den geringsten Zweifel an irgendwelchen Vorkommnissen hebt, wird auch ganz schnell weggesperrt mit Volksverhetzung, was auch immer. Tatsache ist, dass die Bundesregierung mit der Reichsbürgerhetze Volksverhetzung betreibt. Und jeder Polizeipräsident und wer auch immer, wer auch das Wort Reichsbürger gegenüber irgendeinem Deutschen auch nur einen Mund nehmen, müsste einfach sofort gefeuert werden. Weil das macht eine ideologische Einfärbung einer Behörde deutlich und die Behörde verletzt hier ihre Neutralitätspflicht. Das muss man jedem Amtsträger sofort ins Gesicht schauen und seine Arbeitsstelle, also das heißt seine Bezügestelle auch anschreiben, dass hier jemand mit einer nationalsozialistischen Gesinnung unterwegs ist und aus den Leuten Reichsbürger machen will, da muss man einfach mal anschreiben. Und dann hören die auch ganz schnell öfter mit. Weil es gibt keine Reichsbürger, ich sag's nochmal. Ein Reichsbürger ist jemand, der nach dem Reichsbürgergesetz von Adolf Hitler als besonders, ich sag mal, linientreu zur NSDAP steht. Das wisst ihr, dass diejenigen, die den Staat wiederherstellen wollen, das eher nicht sind. Und dass sie eine Reichsbürgerurkunde vom Adolf Hitler persönlich abgezeichnet und unterschrieben gekriegt haben. Das wird wahrscheinlich irgendwie eine eingescannte Schrift sein, keine Ahnung.
Auf jeden Fall gab es einen Ausweis dazu. Und wer den Ausweis nicht hatte, war kein Reichsbürger. Insofern gibt es auch keine Reichsbürgerideologie, das ist totaler Schwachsinn. Das ist eine Erfindung von irgendwelchen Zionisten, die mit der Frau Merkel Abkommen geschlossen haben, dass sie als, ich sag mal, Marionette ein faschistisches System aufbauen will, was zwar jetzt nicht braun ist, aber eben blau-gelb ist und was im Prinzip viel schlimmer und viel perverser unterwegs ist und Kindermissbrauch eine Rolle spielt, also damit ihre Leute erpressen oder in irgendwelche satanischen Rituale einführen im Rahmen der Freimaurerei. Es gibt in dem ganzen Kabinett Merkel keinen, der nicht mit der Freimaurerei in irgendeiner Weise zu tun hat. Das war bei Kohl schon so und das ist bei Merkel auch so. Die hat alle anderen, haben sie rausgeekelt oder irgendwie um die Ecke gebracht, keine Ahnung. Die, die jetzt in der Regierung sind, sind 100% Freimaurer. Und Freimaurerei war schon beim Kaiser Wilhelm II. So, war ein sofortiger Grund, so jemand aus dem Amt zu entfernen. Also wenn die Bundesrepublik ein Staat wäre oder den Staat fortgesetzt hätte, müsste sie die Freimaurerei flächendeckend verbieten. Damit würden alle, ich sag mal, höheren Amtsleiter und Landräte drunter fallen, weil die auch alle unter der Fuchtel der Freimaurerei stehen. Das ist ein Fakt. So, insofern kann mir keiner kommen mit, ich würde eine Reichsbürgerideologie vertreten. Nee, ich will das weg haben, ich will einen ordentlichen Rechtsstaat wieder haben. Und zwar einen, den wir schon mal fast hatten. Das war 89, nachdem, und zwar unmittelbar davor, bevor sich die Bündnis 90 Grünen, dieser verlogene Haufen, in die Politik der Freiheitsbewegung eingemischt haben. Und zwar mit falschen Mandaten. Die sind gekommen, als hätten sie die großen Beziehungen zu Kohl. Und wir wussten aber, dass sie im Prinzip auch nur Stasi-Socken sind. Und das zählt auch für die Frau Merkel. So, das ist einfach nur Volksverrat vom Allerfeinsten. Was anderes ist es nicht. Und wir hätten gerne ein wirkliches Volksvotum gehabt, ob denn die DDR der Bundesrepublik überhaupt beitreten will. Dieses Volksentscheidsvotum hat es ja bis zum heutigen Tag nicht gegeben. Und genau so etwas Ähnliches wollen wir also in Sachsen und Bayern im Herbst 2018 machen. Wir wollen einen Volksentscheid haben. Und zwar, welche Verfassung soll gelten und welches Regierungssystem soll gelten. Das ist im Prinzip die große Marschrichtung. Und wenn die Leute mehrheitlich sagen, wir wollen das Merkel-Regime in Mitteldeutschland nicht mehr haben, fällt alleine Mitteldeutschland raus und wird wieder mit den Ostgebieten vereinigt und dann einen ordentlichen demokratischen Rechtsstaat aufgebaut. Wie das 27.10.1918 ist, allerdings mit den Mitteln und Möglichkeiten der modernen Technik. So. Und dann natürlich auch der Aufhebung der angeblichen Kriegsschuld. Und dann können wir darüber nachdenken, eine ordentliche Währung einzuführen, denn die haben wir nicht. Wir hatten ja den Stand, dass die DDR mit der Bundesrepublik ein Abkommen geschlossen hat über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Und dort ging es um die Einführung der D-Mark. Und dieser Vertrag, der heute weitergeführt wird, der lautet immer noch auf D-Mark, weil die DDR hätte nämlich der Umrechnung von D-Mark in Euro zustimmen müssen. Die DDR hätte noch einmal eine Volkskammer einberufen müssen und die hätten beschließen müssen, dass der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialvertrag Union auf Euro umgeändert wird, weil nämlich der Euro auch eine ganz andere Rechtsgrundlage hat. Und die DDR hat niemals eine deutsche Staatsangehörigkeit haben können, weil die DDR von 1933 bis 1945 keine Rechtsnachfolge gemacht hat. Das kann man in jedem, sagen wir mal, staatsbürgerlichen Buch nachlesen, was in der Schule ausgegeben worden ist. Guckt euch die Schulbücher an, aus der Zeit, wo ihr in die Schule gegangen seid, zu DDR-Zeiten, was über die Zeit von 33 bis 45 gestanden hat. Und die erste Änderung dieser Gesetzgebung war erst 34. Also, ergo, Beweis, die DDR hat nie eine deutsche Staatsangehörigkeit gehabt. Die hatten immer schon die Russlandstaatsangehörigen. Und das wissen die Ossis und deswegen wird es in Dresden, Leipzig und Chemnitz auch nie Ruhe geben in der Frage. Und jetzt ist auch sind die Cottbusser endlich mal aufgewacht und haben gemerkt, dass sie auch eine falsche Staatsangehörigkeit haben. Dann bin ich ja gespannt, wie weit sie sich bis Berlin vorarbeiten und bis es dann mal ordentliche Demos gibt. Aber solange wie Pegida sich um die Frage der Staatsangehörigkeit drückt und keine Pegida-Demonstration mit Bundesstaatenflaggen macht, und zwar nur mit Bundesstaatenflaggen, und alle, die mit Schwarz-Rot-Gold noch draußen rumrennen, zur Antifa rüberschiebt, solange wird sich nichts ändern. Da könnt ihr bei Wind und Wetter draußen stehen, es wird sich nichts ändern. Ihr müsst demonstrieren bei diesen Demonstrationen, dass ihr die Bundesstaaten zurückhaben wollt. Und dann kann sich die neue GroKo Merkel im Prinzip in den Wald verpissen. Weil das ist nämlich der Punkt. Die machen weiter, weil die sagen, die wollen ja, dass ich sie fertig mache und dass ich immer mehr Invasoren in das Land hole. Die wollen das ja. Die wollen ja so eine nationalsozialistische Gesetzgebung. Deswegen machen sie ja alle den gelben Schein und geben ihre Bundesstaatenangehörigkeit ab. So, und darüber solltet ihr mal nachdenken. So, indem wir nämlich
durch euer Schweigen und durch eure Passivität und sagen, ja, Demos bringt doch eh nichts. Ja, die falschen Demos bringen nichts. Aber wenn ihr alle mal mit der Bundesstaatenflagge draußen rumziehen würdet, wäre ganz schnell Feierabend. Dann würden die ganz schnell merken, ups, jetzt haben wir eine Grenze überschritten. Die haben gemerkt, dass wir bei den Wahlen betrogen haben. Und wenn der Bundestag eine Wahlanfechtung entgegennimmt und diese auch noch bestätigt, dann aber die Wahlanfechtung gar nicht behandelt oder diejenigen, die Wahlanfechtung behandeln, die durch die Wahl selber begünstigt sind, also zum Beispiel, dass der jetzige Bundestag über die Wahlanfechtung entscheidet. Das geht gar nicht, weil die ja befangen sind. Die würden ja alle so argumentieren, na, wir wollen auf keinen Fall Neuwahlen, weil da können die ja noch mehr AfD in den Bundestag einziehen. Also werden sie versuchen zu sagen, das ist alles in Ordnung gewesen. Fakt ist aber, dass nach der ungültigen Gesetzgebung gewählt worden ist. Die deutsche Staatsangehörigkeit hat niemand und da nur die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Bundeswahlgesetz zur Wahl verwendet worden ist und abgelehnt worden ist, dass wir die Melderegister in der vollen Schönheit sehen können. Es hat nämlich keiner unserer Prüfer die Erlaubnis erhalten, die Melderegister mal wirklich von A bis Ende durchzusehen. Nur nach Namen. Und wenn da nur mit irgendwas drin gestanden hat, hätte er sagen müssen, das kann kein Deutscher sein, weil die Einbürgerung kann nur vom Staat passieren. Die Bundesrepublik kann nämlich gar keine Einbürgerung. Die haben zwar eine Einbürgerungsurkunde, aber in der Firma kann man keine Staatsbürger erzeugen. Das geht nicht. Der Bundestag ist in Belgien als Firma gelistet. Dort steht er drinnen. Kann über Belgien oder über Berlin erreicht werden. Also ist der Bundestag eine Firma. Eine Firma, die sich mit Meinungsbildung befasst. Das hat nichts mit Staat zu tun. So. Und die wählen natürlich jetzt. Aber wieso ist denn der Bundestag dann eine Vertretung des Staates? Kann ja gar nicht sein. Das maßen sie sich aber an. Und wenn die Regeln aber so lauten, dass es nach Artikel 20.3 Grundgesetz die Legislative und die Exekutive sich an die staatliche Gesetzgebung halten, an Recht und Gesetz halten, müssen es aber nicht machen. Also wenn Tillerson oder er sagt, dass sich alle Gerichte und Verwaltungen daran zu halten haben, kann es keine deutsche Staatsangehörigkeit mit dem Artikel 116 geben. Weder mit Artikel 116.1 Grundgesetz noch mit Artikel 116.2 Grundgesetz. Weil beide die deutsche Staatsangehörigkeit verraten und beide Artikel die Grenzen vom 31.12.1937 setzen. Demzufolge kann auch Frau Merkel dem Herrn Putin nicht sagen, dass er sich bei dem Giftgasanschlag zurückzuhalten hat. Die Frau Merkel ist ja nicht Vertreter des Staates. Die ist Vertreter von einem Meinungsbildungsinstitut. Was anderes ist es nicht. So. Und die maßt sich an, Gesetze zu ändern. Also auch die Rahmenbedingungen zu ändern, die den Fortbestand des Königreichs Preußens, zumindest auf dem Papier mit der Staatsangehörigkeit, betreffen. Und Russland ist dafür verantwortlich, den Vertrag von Kalisch 1813 einzuhalten. Also das heißt, dafür zu sorgen, dass zumindest in ihrem Besatzungsgebiet, in Mitteldeutschland, die Russland-Staatsangehörigkeit fortgesetzt werden muss. Und an alle falschen Eintragungen, auch die Ungültigkeitsmachung der DDR-Personalausweise rückabgewickelt werden muss. Es muss herausgefunden werden, wer am Stichtag 17 zum 18.07.1990 in der DDR gemeldet war. Und der muss im bundesdeutschen Reisepass eingetragen kriegen, seine Bundesstaatenangehörigkeit. Und wenn das für Mitteldeutschland ein Muss ist, weil ja keine Rechtsnachfolge passiert ist, muss es für den Rest von Deutschland auf Antrag auch möglich sein. Das ist der Grundsatz der Gleichbehandlung. Ja. Und es sind ja auch viele nach der Wende dann rübergezogen und die haben da deswegen ihre Rechtsstellung verloren. Die sind ja deswegen keine Nationalsozialisten geworden. Und genau das ist die Ungereimtheiten, die hier eben aufgrund des Wahlprüfungsbetruges eben zutage getreten sind. Und da bitte ich euch einfach um öffentlichen Druck auf alle möglichen Verwaltungen und Landräte, was auch immer, dass sie mit dieser nationalsozialistischen Staatsangehörigkeit aufhören. Und wir werden das Beste tun und wir bitten auch um umfangreiche Mitarbeit und mal die ganzen Spaltungen dieser ganzen Patrioten mal beiseite lassen und einfach mal alle gemeinsam an einen Faden ziehen und die Rustag erstmal für alle Bewohner feststellen. Und wer nach einer gewissen Frist von einem halben Jahr nicht in der Lage ist, die Abstammung nach Rustag nachzuweisen, muss sich dann eben sagen lassen, dass er zur Wahl nicht zugelassen ist. Und dann wird die Wahl unter denjenigen ausgemacht, die rechtzeitig ihre Wahlunterlagen und ihre Rustag-Bestätigung angefordert haben. Und wir werden dieses Referendum dann machen, wenn wir erkennen können, dass die Leute, die es beantragt haben, das zeitnah gekriegt haben. Dass dann immer noch ein paar nachgekleckert kommen und das dann 14 Tage, bevor es ernst wird, überhaupt erst beantragen. Nee, unser Problem, die haben eben dann eine Ablehnung. Die hatten ja, ich sag mal, 100 Jahre Zeit, sich mit ihrer ganzen Verwandtschaft mal darum zu kümmern, dass das wieder in Ordnung ist. Und 100 Jahre ist genug Zeit, dass man jeden gelassen hat, dass er sich mal Gedanken macht,
nach welchem Gesetz er eigentlich Ihr Staatsangehöriger ist. So, das ist die Message. Ich werde dann noch einen vierten Teil machen, aber erst nachdem ich den dritten hochgeladen habe. Es ist sehr wichtig, dass ihr erkennt, morgen ist ja in Russland Präsidentschaftswahl. Ich hoffe mal, niemand hat diese Verlautbarung ernst genommen, dass in England Putin angeblich einen Giftgasanschlag gemacht hat. Also ihr seht ja, es gibt da so ein berühmtes Bild, wo die also mit Vollschutz da das Gebiet absuchen und gehen 5 Meter weiter, steht irgendein Polizeier völlig ohne Schutz. Und da weiß man also, dass das gestellt ist und dass das einfach nur gelogen ist. Ich nehme mal an, sie haben die ganz klassisch vergiftet oder mit Mikrowellen bestreut, keine Ahnung, und die Vergiftung hinterher gesetzt. Eine andere Erklärung gibt es eigentlich da hier nicht, weil das kann nur gefegt sein. Man will damit Putin schädigen, aber Putin könnte ganz einfach mal sagen, die Wahl zum Bundestag ist ungültig, weil die deutsche Staatsangehörigkeit in Mitteldeutschland nicht gegolten hat. Und das ist die Message, die ich gerne an Wladimir Putin zu seiner Wahl weitergeben möchte. Und die Freunde der russischen Sprache, die der deutschen Sprache mächtig sind, möchten Ihnen das bitte umgehend mitteilen, dass die Bundestagswahl über die Wahlprüfung und über das Tillessen-Urteil ungültig ist. Ja. Und dann werden wir sehen, ob sie weiter an ihrer Theorie des Giftgasanschlages festhalten oder ob es bald zu einer neuen Abtrennung von Mitteldeutschland von einem verlogenen Rest kommt. Das könnte sehr schnell und über Nacht passieren. Und Putins Rache wäre das dann. Wäre dann in der Lage, aufgrund der Abkommen über die 4 Mächte Mitteldeutschland sofort militärisch zu besetzen, und zwar die ehemalige Ost-West-Grenze mit Atomraketen zu bestücken, um zu verhindern, dass es zu irgendwelchen Deschtemeschtel kommt. Das ist das, was ich machen würde, wenn ich Putin wäre. Ich würde einfach mal die Besatzungsstatute aktivieren, und aber nicht über Polen marschieren, sondern über die Ostsee. Einfach mal nur ein kleiner Tipp zum Nachdenken. Jo. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass ja Polen wieder geteilt werden soll. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon wisst. Also es wird wieder eine Grenze geben zwischen Ostpolen und Westpolen, wie es zur Zeitpunkt des Staates gegeben hat. Putin kann es machen, kann es über Nacht machen, muss die Polen nicht mal fragen dazu. Weil ja auch die Gründung von Polen in der Zeit der Freistaaten von Preußen passiert ist und die Gebietsabtrennung so lange nicht greift, so lange wie eben noch im Rahmen der Weimarer Republik, die ja als Besatzung des Kaiserreichs aufzufassen ist, weiter gilt. Insofern hat auch niemand die Haager Landkriegsordnung aufgehoben oder den Friedensvertrag von Brest-Litovsk verletzt. Das ist einfach nur Käse. Wenn, hat der Besatzer die verletzt, aber der Besatzer war an die Gesetze gar nicht gebunden. Also ist die Argumentation, die manche in Russland hier vorbringen, der Brest-Litovsker Friedensvertrag würde nicht gelten, kann man schon mal in den Wind schießen, weil der Kaiser hat sich immer dran gehalten. Und insofern müssen wir jetzt einfach hier mal auch einen Schlussstrich ziehen und Putin an die Einhaltung seiner Gesetze erinnern. Und da gehört der Vertrag von Kalisch 1813 natürlich mit dazu. Er hat dafür zu sorgen, dass in Mitteldeutschland die Staatsangehörigkeit von Preußen weiterhin bestehen bleibt. Und natürlich auch die, die dem Norddeutschen Bund beigetreten sind. Das ist auch Bayern und Sachsen sind Teil vom Norddeutschen Bund. Und die ganzen Exklaven, die da noch in Thüringen. Und Thüringen gab es gar nicht in den Grenzen von 1918. Also wer hier mit Thüringer Landgrafenschaft um die Ecke kommt, zum Zeitpunkt 1710 gab es die nicht. Es gab Preuß ältere und jüngere Linie und es gab ein paar preußische Exklaven, aber der Rest hat sich zwischen Bayern und Sachsen aufgeteilt. So, und ich befürworte, wenn sie in Berlin wirklich nur noch Stuss erzählen und lügen und betrügen, mal einfach mal die Mauer waagerecht ziehen. Damit es aufhört. Gut. Na dann, in diesem Sinne werden wir dann noch den Teil 4 machen und dort werden wir uns über die rein organisatorischen Gegebenheiten, Anmeldungen zu den Unterlagen und so weiter unterhalten. Ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit.